Willkommen am Circuit de Monaco zum Formel-1-Rennen dieses Wochenende. Das Rennen hier ist wirklich ein Klassiker. Doch bevor die Fahrer an den Sieg denken, müssen sie es erst einmal durch das anspruchsvolle Training heute schaffen. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 km/h gefahren. Und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix kommt es hier immer wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, wenn sie da durchkommen, ohne ein paar Teilchen zu verlieren. Die Kurve ist so eng, dass die Teams für das Rennen eine spezielle Zahnstange verwenden, da die Wagen sonst die Strecke nicht schaffen würden. Man kann in der Löwskurve überholen, aber oft führen solche Überholmanöver nur dazu, dass eins der Fahrzeuge sich eine gebrochene Nasenspitze holt. Na, das klingt ja nicht sehr gut. Okay, und damit willkommen in Monaco. In der Formel 1 2018. Weiter geht's im freien Training 1. So. Und starten, wir machen erstmal die Streckenklimatisierung, genau. Irgendwann vor dem Qualifying sollten wir unser Streckenakklimatisierungsprogramm abschließen. Das wird uns dabei helfen, komplizierte Stellen auf der Strecke ausfindig zu machen. Naja, schon klar. Okay, ich sehe jetzt schon. Dein Frontflügel hat Schaden genommen. Besser, du kommst zur Reparatur an die Box, bevor es für uns zum ernsten Problem wird. Oh je. Schwer beschädigt. Du hast viel Abtrieb am Wagen verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir dir einen neuen Frontflügel. Es wird ja was hier mit dieser Strecke. Oh Gottes Willen. Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag mir. Eieiei, das wird ei. Das war heftig. Sag uns bitte, ob es die Strecke wird mies. Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Alter! Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag mir, ob es...
alles in Ordnung? Really? Das war heftig. Sag uns bitte, ob es dir gut... Bin nicht mal... Gott! Ich hab jetzt schon keinen Bock auf die Strecke. Alter, da stößt mal einmal dagegen. Bist du in Ordnung? Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag mir, ob es...
Ey, das schaffe ich ja niemals. Oh mein Gott. Die Strecke ist ja mega mies. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Nochmal. Alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte, ob es die... Das sah jetzt wieder ein bisschen besser aus. Wow! Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Ach komm schon! Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Och Mann. Sag mir.
Alles in Ordnung? Das war heftig. Ich hab keinen Bock mehr. Sag uns bitte, ob es dir... Das gibt's nicht. Nee, mir geht's nicht gut. Die Strecke ist ja mega scheiße. Puh.
Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Echt makaber, echt. Ja, da reißt er sie durch. Ich schaff das gar nicht. Als ob jetzt. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Was soll denn das? Eieiei, jetzt boxt. Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag mir, ob.
alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte, ob es... Ich will nicht mehr. Komme ich nicht mehr raus. Da komme ich nicht mehr raus. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Bottas, Vettel und Lewis. Ein Glück, dass du nicht verletzt bist, aber das sind eine Menge Schäden, die wir bis zur nächsten Session beheben müssen. Bringst du das Auto nächste Mal bitte in einem Stück wieder? Nee, kann ich nicht versprechen, bei der Strecke nicht. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann im zweiten Training bei der Formel 1 2018. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.